Ein starker und einheitlicher Auftritt gewinnt an Bedeutung, aber nicht, weil es Bosch will, sondern weil es das Umfeld eigentlich erfordert. Wenn wir denken, dass die Welt digital geworden ist und die digitalen Entscheidungen sehr stark durch eine Marke geprägt werden und unterschiedlichste Geschäftsfelder von einer Marke getragen werden, dann ist es nur sinnvoll, dass diese Einheitlichkeit über mehrere Geschäftsbereiche agiert, schon ausschließlich aus der Perspektive, dass die Stärke dieser Marke im Digitalen wahrgenommen werden muss. Der zweite Aspekt ist, dass Bosch nicht nur einzelne Produkte und Dienstleistungen vermarktet, sondern vermehrt integrierte Lösungen. Im Zeitalter der Internet der Dinge und Dienste sprechen wir nicht nur über einzelne Produkte, sondern über Smart Mobility, Smart Home, Smart Industry, Smart City. Und da interagieren all unsere Geschäftsbereiche intensiv miteinander. Und da ist es nur folgerichtig, dass alle unter einer Marke sich wiederfinden und dieselben Werte leben. Ich glaube, die Überzeugung kommt einerseits durch die Sache selbst, die Notwendigkeit, die alle Geschäftsbereiche erkennen, und andererseits durch einen sehr gut strukturierten Prozess, durch ständige Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen, einer Vertrauensbasis und vor allem durch Best Practices. Wenn man mit guten Beispielen von Geschäftsbereichen vorangeht, die mit uns einen Mehrwert erschaffen haben durch diesen Prozess, dann schauen schon die anderen Geschäftsbereiche neidisch über die Wand und sagen, ich möchte auch. Und so ist es ein Schneeballeffekt, das sich dann von alleine entwickelt und führt dazu, dass alle Geschäftsbereiche in unterschiedlichen Phasen gerne mit uns zusammenarbeiten und diesen Prozess begleiten. Begeisterung ist nicht nur bei Bosch, glaube ich, wichtig, denn wie ich schon sagte, im Zeitalter der digitalen Kommunikation und digitalen Business ist für diese neue Generation Begeisterung ein wesentlicher Faktor. Und bei Bosch ist er schon vor allem in der Jugend, in unseren jungen Mitarbeitern schon sehr gut angekommen. Wir helfen nur, sie zu instrumentalisieren, in der richtigen Art zu kanalisieren, damit die Produkte, die wir entwickeln, kundenzentriert einen Mehrwert bieten. Und das alleine, gepaart mit einem attraktiven Design und einer einfachen Anwendung, kann Begeisterung verursachen, muss aber nicht. Und jeder muss finden bei seinem Kunden, wo er Begeisterung auslösen kann. Das kann ein Produkt sein, das kann aber auch eine Dienstleistung sein, ein Service, die Art und Weise, wie ich mit dem Kunden interagiere. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Letztendlich muss man da ausreichend und intensiv über mehrere Kanäle informieren. Das heißt, interne Kommunikation ist wichtig. Das zweite ist, wie ich schon sagte, enablen, also befähigen durch Hilfestellung von Methoden und Prozessen, aber auch durch Begleitung und Coaching. Und das dritte ist dann auch wirklich operative Hilfestellung zu bieten. Wir sind gerade dabei, ein Brand Ambassador Programm zu etablieren, was es in einfachster Art und Weise jedem Mitarbeiter möglich ist, über zum Beispiel soziale Medien im richtigen Stil und Inhalt über Bosch zu kommunizieren.